Aha. Was sagen Sie dazu, junge Frau? Junge Frau? Es ist kalt, sage ich dazu. Oh, es ist kurz vor 10 Uhr, ich bin immer noch zu Hause. Jawohl, heute schwänze ich mal ein bisschen. Und zwar war ich im Auktionshaus und habe Vorgebote abgegeben. Und eine schöne Vase habe ich gekauft, die Marlies überhaupt nicht schön findet. Ja. Ja, ich habe auch einen anderen Geschmack als du. Ich bin eigenständig. Ja, ja. Deine Mutter ist auch eigenständig. Ich bin selbstständig, das ist was anderes. Ja, ich finde die schön. 30er Jahre, Glasvase. Toll. Passt doch hier nirgendwo mehr rein. Egal. Ich habe sie trotzdem mal mitgenommen. Die können wir zur Not noch in den Schrank ganz hinten in die Ecke stellen, wo sie nie wieder gesehen wird. Ja, so wie tausend andere Dinge. Aber wenn man hier so reinguckt, naja, sieht noch nicht mal gut aus. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Doch, die hat schon was. Wie auch immer, jetzt sehen wir erstmal was frühstücken, nämlich. Heute mache ich nämlich ganz ruhig. Fängt schon wieder an zu regnen heute. Und um 11 Uhr mache ich den Laden auf. Stimmt's? Hat er gesagt. So, nochmal stylen. Oh, sieht das gut aus. Und dann ab in den Laden. Den Computer brauchen wir. Glühbirnen. Glühbirnen für alle. Bam. Licht an. Glühbirnen. Brauchen wir heute wieder nicht rausräumen. So ist das. Dann mache ich heute weiter mit aufräumen. Quatsch. Wie heißt das? Doch, aufräumen. Na klar. Guck mal, wie schön die Ecke aussieht hier. Wie leer. Oh. Ja, ja. Geordnet bis hier. Da muss ich noch. Da muss ich noch mal drüber. Das ist alles noch nicht so. Ich lasse ganz schön schleifen. Bremsbeläge sind hoffentlich gekommen heute. Dann geht das hier weiter oder dem Ende entgegen so, ja. Dann hole ich noch den Computer von oben und noch ein bisschen Musik hören und dann geht's los. Ja, das ist gut hier. So, Mensch, schön, ich freue mich, ich kann hier das Projekt beenden. Und zwar braucht es noch Bremse, Bremsbeläge hinten und Licht vorne und hinten. Und dann bin ich auch mit dem Rad fertig, was eigentlich ein ziemlich großer Auftrag war, weil so ziemlich alles einmal gebaut wurde, einmal komplett gescheckt wurde. Und danach würde ich mal sagen, wenn das Wetter nicht so mies wäre, würde ich sagen, mache ich mal eine Probefahrt. Aber jetzt regnet es gerade wieder. Verdammt. Ey, und freudig, Hans kommt vorbei heute. Ich freue mich sehr. Ich freue mich richtig, wenn er kommt. Ich freue mich. Macht Spaß. Ja. Auch so kurios. Ich habe ihn angerufen, weil ich Post für ihn habe. Und dann sagt er, ja, ich sitze gerade im Zug und bin nachher in Berlin. Doppel Daumen hoch. Ach, das war ich hinterher, ja. Erstmal schrauben wir den Bremsbelag an. Ja, ja. Meine Pfoten werden gar nicht mehr sauber. Ich habe heute im Auktionshaus auf eine Uhr geboten. Wenn der Block hier ausgestrahlt ist, dann habe ich sie entweder bekommen oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Zeig euch denn. Ist eine Quarzuhr. Weil viele sagen, oh, Quarzuhr. Oh nee, warum denn das? Ja, aber auch die können manchmal ganz gut sein. Und ja, ich bin gespannt. Die war echt günstig angesetzt. Also das musste ich einfach bieten. Manchmal ist es komisch in so Auktionshäusern. Manchmal auch einfach nur Taktik. Weil wenn man was günstig ansetzt, dann gehen natürlich umso mehr Leute drauf. Schauen wir mal. Ist wieder was für meine Sammlung, für meine Uhrensammlung. Eigentlich für den sogenannten Familienschatz, der Müllersche Familienschatz. Der sagenumwobene Müllersche Familienschatz.
sagenumwobene. Wie heißt das eigentlich? Sagenumwogen? Von Wogen und Wellen? Oder sagenumwoben? Sagenumwoben. Nicht, wir sind von Wellen umwogen. Wir sind von Wellen umwogen. Wir sind von Spinnen eingewoben. Sagenumwobene Müllersche Schatz. Ja, es gibt Dinge, die sind echt so im täglichen Sprachgebrauch gar nicht mehr da. Die Worte, da macht man sich gar keinen Kopf. Man spricht sie irgendwie aus. Oh, geil. Oh, ich mag das, wenn es so läuft und so funktioniert. Ja, viele sagen jetzt, oh, was denn, das wisst ihr ja nicht. Ich hab's leider gewusst. Ja, aber es geht euch vielleicht bei anderen Worten so. Wo man dann doch mal überlegt, so kurz, was, wie? Tausendmal verwendet man es, aber wenn man es denn schreiben muss, zum Beispiel, dann fällt es einem ja meist auf. Beim Sprechen kann man ja viel wegnuscheln. Sagen wir nur, Schatz. Aber beim Schreiben kannst du nicht viel wegnuscheln. Das geht nicht. Und da muss man auch mal zugeben und einsehen, eingestehen, dass man nicht alles weiß. Ganz einfach. Die deutsche Sprache hat ja so viele Worte, die kaum noch Verwendung finden. Und wenn sie denn doch mal auftauchen, dann ist man echt so ein bisschen so verblüfft. Weil eigentlich kennt man sie. Man hat schon mal gehört. Aber man verwendet es nicht mehr. Und auf einmal denn doch. Super knapp. Super knapp. Okay. Und dann steht man da wie Blasenblub. Okay. Perfekt. Ich lasse, wie gesagt, immer so lange, wie die Bremse ist. Ne? Warum so lang? Ganz einfach, damit man, falls man mal einstellen muss, hier. Falls man mal hier ziehen muss, kann man das hier so bequem nehmen. Hier in die Hand. Man hat ja sogar noch am Ende diesen Knubbel hier. Diesen hier. Die Endhülse, die Klatschhülse. So, kann man prima in die Hand nehmen. Hier, vier Hände in die Hand. Man löst die Schraube hier unten, die Nimbusschraube, und drückt hier mit dem Finger gegen. Und dann kann man bup, bup einstellen, mit einer Hand, mit der anderen. Wunderbar. Die Schraube wieder verschließen. Also kann man halt mit einer Hand hier machen. Wenn man hier nur so einen kleinen Zippel hat, dann muss man hier irgendwie so ziehen und da so drücken. Und da ist man sehr, da geht eben nicht so gut. Ne? Hat man viel Fleisch. Tut keinem weh. Man kann es hier hinterklemmen. Da kann man es hinterklemmen. Tut keinem weh. Fertig. Würde mal sagen, jetzt die Lampen noch dran, Licht noch an und das war's. So, gehen wir nochmal die Checkliste durch. Licht machen wir noch. Reflektoren haben wir überall, und zwar vorne weiß, hinten rot. Seitlich die Reflektoren für die Speichen, jeweils zwei pro Laufrad. Und Pedalen nach vorne und nach hinten, jeweils auf beiden Seiten. Sattel nach hinten haben wir gemacht, Schutzbleche haben wir dran. Ein Check haben wir damit gemacht, alles eigentlich. Hinterrad platt, Reifen getauscht. Bremsbelag, Hinterrad, Bremszug, Hinterrad, Vorderrad, Bremse eingestellt. Perfekt. Lichtbolten an, das war's. Also hinten haben wir dran. Vorne brauche ich jetzt an. Fertig. Oh, gucken wir mal. Guck, wie geht noch das BMW-Rad? Das BMW-Rad muss weg jetzt. Das ist so geil, das Rad. Das muss er kaufen. Verkauft sich ja quasi von selbst so ein Rad, weil das ist echt ein schönes Rad. Ich habe es dem Achim für 80 Euro angeboten. Seine Anstalt da. Sein Verein. Aber die haben keine Gelder. Die können sich das nicht leisten. Jetzt mal gucken. Gucken, ob er es nimmt. Aber jetzt nicht mehr für 80, für 180.
Joghurt. Ciao. Wolfgang, was ist los? Gar nicht. Nicht los? Gar nicht. Gar nicht. Schlecht Wetter ist los. Das Wetter scheiße, ja. Da gibt es den Nachkick. Immer wieder schlecht Wetter, schlecht Wetter, schlecht Wetter. Ja, verkauft, ne? Ist ja klar. Ich fand doch ein Schnäppchen an. Ich hab mir den Keller so einen Universalhaken gekauft. 6 Stück Euro. Universalhaken? Ja. Was heißt denn das? Dann kannst du, wenn du jetzt so eine, nehmen wir mal an, du hast so ein Real, wie ich gestern gesagt habe, ja, mit so einem Löcher drin. Da hängst du so rein und dann kannst du noch so kleine Sachen drin hängen. Oh, ich will noch was sehen. Ja, reicht aus. Ja. Die kleine Sache so, wo man anzeigt und ja, Alex neu gebaut hat oder angemacht hat, ja, neu geschenkt hat. Ja. Und da hat Pummel im Keller so ein bisschen rum bei mir. Ja. Ah, Herr Wolfgang, Seelen Wolfgang. 21 Minuten verpulvert. In die Luft. So, jetzt Rechnung. La Cuenta, por favor. Also bei dem Wetter mache ich keine Probefahrt jetzt. Ich habe keinen Bock. Nee, ich will nicht. Ich gehe. Okay, geil. Geile Meule. So, gucken wir mal. Entschuldigung. Na, geht ja. Ja, dann rufen wir sie mal an, die gute Frau, und schocken sie mal mit der Nachricht, dass ihr Rad fertig ist. Besetzt. Besetzt ist besetzt, da kann man nicht machen. So, dann werden wir jetzt mal hier die Box anmachen und schauen, was ihr mir auf Fahrradsalon so geschrieben habt. Ob es da lustige Kommentare gibt. 6 neue Kommentare. Dann machen wir doch mal einen Kommentar beantworten. Deine Videos sind schon gut so, wie sie sind. Mach dir keinen Kopf. Na ja. Natürlich sind die Videos so, wie sie sind und bleiben natürlich auch so, weil ich kann sie eh nicht irgendwie stellen oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Und ja, aber schön, ich muss ab und zu trotzdem darauf hinweisen, weil manche Leute erwarten tatsächlich auch vielleicht zu viel, gerade die, die irgendwie neu dabei sind, erwarten vielleicht auch wirklich irgendwie so, ich sehe es ja manchmal in den Kommentaren, zu manchen alten Dingen dann kommen Kommentare, ja schön, aber man sieht ja überhaupt nicht, wie du das machst. Weil ich natürlich davor stehe und das sind ja auch teilweise auch sehr alte Videos schon von vor 2 Jahren, wo ich einfach nur die Kamera irgendwo in der Ecke gestellt habe und das gar nicht so explizit gezeigt habe, weil ich es ehrlich gesagt auch gar nicht will. Ich will gar keine Lehrvideos machen, so macht man das oder so. Deswegen muss ich es manchmal darauf hinweisen, dass hier keine Lehranstalt ist. Ich bekomme kein Schulungsgeld sozusagen. Guten Morgen, mach dir keinen Kopf, ich schaue dich gerne, ob du was zu tun hast oder nicht. Und wenn auch fast immer die gleichen Themen sind, mach weiter so. Lieben Gruß aus Bayern. Ja, danke an Dirk. Also auch immer gerne Gruß zurück. Ein Like zum Frühstück. Der Patrick, immer ganz fleißig dabei. Patrick, Grüße an dich, ja, an, nach Wolfsburg. Markus Pfeil, du scheinst ein neuer Abonnent auch zu sein. Der Fahrradverleih Reiling. Ist ja auch eine gute Werbung. Morgen aus Reiling, Regen und tote Hose, Zeit fürs Aufräumen, ganz genau. Ist bei euch das Material denn schon angekommen? Ihr habt ja Materialknappheit gehabt, hast du geschrieben. Ist das schon angekommen? Bei mir kam nämlich erst eine Lieferung. Und heute auch, heute waren sie sogar pünktlicher als sonst. Der Michael, moin aus dem schönen, verregneten Ruhrgebiet. Ich glaube, mit Regen haben wir alle zu kämpfen. Ja. Mein Morgen zurück, obwohl es jetzt schon Mittag ist. Oder beziehungsweise, wenn ich es hochlade, dann ja auch wieder der nächste Morgen schon wieder ist. Und Ringo, Mensch, Ringo. Grüße an euch beide, auf alle Fälle, ja. Ringo und Annette. Moin aus Hannover, an Stefan einen Morgen zurück. Ah, Domi, du hast schöne Familie, alles Gute.
Dankeschön. Nach Russland. Ans Motri, Bro. Irgendwie so. Ja. Oh Mensch, hier, Markus, du arbeitest dich langsam durch die alten Videos durch, sehe ich gerade. Moin, an Felix sieht man, wie sinnlos und destruktiv Drogen sind. Toll, wie liebevoll du dich um ihn kümmerst, obwohl du wirklich genug eigenen Kram zu erledigen hast. Das bekommst du zurück, wenn du es auch nicht deshalb tust. Respekt dafür. Liebe Grüße, Fahrradverleih Reiling. Also, ja, ich tue es natürlich mit Sicherheit nicht deswegen, weil das mache ich einfach, weil ich eigentlich Potenzial sehe in Felix, aber es ist seit bestimmt 10 Jahren kenne ich den und seit 10 Jahren ist es die gleiche nochmal jedes Jahr. Ich probiere es trotzdem. Egal. Mal gucken, wann er dieses Jahr wieder aufschlägt. War er ja noch nicht da. Er war immer noch nicht da dieses Jahr, ne? Hatten wir ihn schon mal? Das kann ja gar nicht sein. War ja nur letzte Woche. Dieses Jahr war er noch nicht da. Mal gucken, wann er hier wieder aufschlägt. Und dann, auch dann kriegt er wieder eine offene Tür, hat er hier, findet er hier vor. Und dann kann er gerne wieder ein bisschen mitarbeiten. Und Y-Speichen in den Laufrädern, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Die Kombi blau auf rot finde ich zwar ungewohnt, aber ist dadurch auf jeden Fall ein Hingucker. Hast du gut gemacht, Tommy. Naja, der Tommy hat es auch nur gekauft. Ich habe jetzt tatsächlich das Rad von Anouk, das geht an Marc, das Rad von Anouk, das habe ich tatsächlich so bekommen. Das war ein absoluter Glücksgriff, war das. Mit den Spank-Laufrädern, tolles Ding, was für ein geniales Rad. Und für spottbillig, ich glaube 400 oder 500 Euro habe ich bezahlt, mit Versand 500. Irgendwie so. Also das war nichts. Ihr könnt da ja nachgucken. Ich weiß ja nicht, wann das war. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Im letzten Jahr habe ich dir das gekauft. Erstmal als Übergangsrad für ihr Rad, was ja noch eine Weile dauert, weil das so teuer ist alles. Und dann schreibt der Marc noch, lieber Spuren im Schlamm hinterlassen als Spuren in der Unterhose. Ich meine, wir haben doch alle mal klein angefangen, oder? Ja, ja, ja. Und wer seine Frau liebt, der schiebt sie. Auch nicht schlecht. Ja, nur habe ich sie den ganzen Tag durch die Gegend gefahren und mein Arsch tut weh. Oh Mann, hör auf. Da hattet ihr einen richtig schönen Familiensonntag, das schreibt der Jürgen. Haben wir gehabt, da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Schön korrigiert. Herrlich. Ja, schön hier. Scully am Anfang eine Schwerkopfübung macht. Den Meisterin hat der Patrick geschrieben, aber wahrscheinlich macht jetzt so ein Handy alleine, bin ich fast der Meinung. Und David Horn, David schreibt, die Meisterin, bitte. Schreibt der Patrick, schön korrigiert. Ehrlich. Solange ihr nicht aufeinander eindröscht wegen so einer Kleinigkeiten, ist das doch auch völlig egal. Da kann auch mal jemand sagen, Mensch, da hast du jetzt auch einen Schreibfehler gemacht. Alles schön, alles schick. So mag ich das. Aber so aufeinander, also so miteinander, nicht aufeinander, nicht übereinander herfallen. Das ist gut. Moin, Frauen auf ihren Fahrrädern mit Polizei-Eskorte. Ja, liebe Grüße. Fahrrad von Eireiling. Herrlich, finde ich gut. Von Markus wieder. Ja, jetzt sind wir ja schon bei den letzten Videos. Wunderbar. Also lassen wir jetzt mal so stehen mit der Unze. Finde ich gut. Das waren die Kommentare. Erstmal bis hier haben wir so eine kleine Kommentarrunde jetzt auch nochmal wieder gemacht. Seid nicht sauer, wenn ich nicht, wie gesagt, auf die Kommentare im Einzelnen antworte. Zumindest nicht bei vielen. Ah, wer ist das denn? Dann gehen wir mal an. Ja, bitteschön. Ja, Sie befinden sich hier bei der Polizei. Der Mann, der dein Fahrrad entführt hat. Ja, ich bin es. Ja, ich wollte dir sagen, dein Fahrrad ist fertig. Ja, ne, ich hab ja Langeweile gehabt gestern. Naja, na, sag mal, da war doch nichts los. Und deswegen bin ich jetzt gerade fertig geworden. Du darfst es gerne abholen, wenn du magst. Ja, mehr als 3 Euro, ja, na, sicherlich. Nee, das will ich nicht. Das war ja eigentlich, ich denke mal... Das war jetzt okay, dass ich das jetzt gemacht habe. Ist ja ein Rundumschlag, also mehr oder weniger gewesen. Das sind schon mehr als 3 Euro. Ne, also das ist Licht. Da hatten wir aber jetzt gar nicht drüber gesprochen, ehrlich gesagt. Da muss ich ja nochmal sagen, Licht haben wir, du willst Licht haben, okay. Ich habe dir jetzt so ein USB-Ladefunktion Licht so an- und ab-Clip angemacht.
Ja, nicht, also nicht so ein fest installiertes, weil das wäre ja, also das denke ich mal, wäre viel zu teuer. Weil dann hättest du ja hier noch, dann bräuchtest du hier so Nabendynamo, also komplett neues Fahrrad und so eine Geschichte. Und das, was noch ein bisschen zu Buche geschlagen hat, war natürlich der Hinterreifen, weil der war ja nicht nur platt, sondern der war ja gerissen. Der war richtig, genau, der war richtig durch. Da freue ich mich. Naja, hat ja auch gepasst. Das war echt irgendwie, das war so Langeweile gestern und heute sieht es nicht anders aus, ehrlich gesagt. Irgendwie mit dem Wetter ist das halt so. Und da hatte ich jetzt noch Zeit und hab's dann gleich gemacht. Und wenn du willst, hol's ab. Okay. Okay. Alles klar, macht das. Ja, gut. Bis dann. Ciao, ciao. Sehr gut. Mit ihrer Mutter geredet, ob das sich noch lohnt, meint die Mutti. Hey, warum denn nicht? Ist auch Cube. Ist ja jetzt nicht hier irgendein Schrottrad oder so. Also ja, auf jeden Fall lohnt sich das. Na, sag mal. Wie geil das Rad ist. Die ist ein richtig geiles Rad. Gut, haben wir das auch erledigt. Na, da habe ich jetzt schon nicht getraut, dem Zeit zu sagen. Moment mal, jetzt soll ich ja nur noch mal eine Stunde, anderthalb, zwei dran gebaut. Plus Teile. Ich spreche mit der Polizei. Wo ist denn da? Wer ist denn da? Der Mann, der ein Fahrrad entführt hat. Die Leute denken, oh, ich bin bekloppt. Bin ich ja auch. Ich bin ja auch bekloppt. Stino kann hier. Stinkt doch mal irgendwo. Ja, hallo, Fahrradladen. Ah, ja, sie hat da voll. Danke, tschüss. Wir haben offen heute bis 21 Uhr. Ja, schön, wenn sie es bis dahin schaffen. Boah. Nee, bei mir ist es ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Shitty Wetter. Ich gehe jetzt nach oben. Yamaha RXE 410 defekt. Ich löte jetzt mal den Kondensator aus hier, das ist meistens die Ursache für den Defekt, dass er nicht mehr funktioniert. Den hier, den löte ich jetzt aus. Den. Und werde mal schauen, welche Bezeichnung der hat und den nachbestellen. Dann nochmal durchmessen, im ausgelöteten Zustand natürlich nochmal gucken. Lü Tartar. Oh, das werde ich hier hinten nicht machen, weil dann komme ich ja nicht mehr raus. Ich habe ein Projekt und zwar einen Kinderanhänger oder nee, Cargo Trailer aufzubauen von der Firma, was auch immer das sein soll. Hongkong. 18 Kilo, 16 Kilogramm. Der wiegt ziemlich viel, finde ich, für so einen Cargo-Trailer. Wie auch immer. Soll wohl preis-leistungstechnisch gut abgeschnitten haben oder der beste sein. Das werden wir jetzt mal gucken, wie man den unpackage sozusagen und aufbauen. Auspacken, aufbauen. Popular Products, das R fehlt. Popular Products for Home. Schön. Schauen wir uns mal an. Das populäre Produkt für zu Hause. Aus der Serie, wenn Kunden im Internet shoppen. Ja, dann gucken wir mal. Also, aufgemacht habe ich schon, mehr noch nicht. So sieht das Ganze von drinnen aus. Aus. Was sind das? Überrollbügel oder sowas? Oder Dachreling oder so eine Reling vermutlich? So ein Stück. Gucken
ja so nicht kaputt machen. Die guten Wanderking-Reifen, die kennen wir ja. Ein Laufrad. Die ist hier auch ein bisschen schief. So. Zweite Laufrad. Das ist die Abdeckung, Regelabdeckung. Und das war's. Nee, oder? Ah. Hier ist noch ein Sack mit Kleinteilen. Und hier, das sind die Achsen. Und hier ist die Wanne. Packen wir auch gleich raus. Okay. So sieht das Ganze aus. Also als erstes nehmen wir mal die Deichsel ab. Ach, ab müssen wir gar nicht nehmen. Die ist schon vormontiert. Die brauchen wir nur noch umschlagen. Okay. Wir schlagen die Deichsel um, nach vorne und haken wieder ein. Wie bequem ist das denn? Das sollten wir hier nochmal nachschrauben. Sehr gut. Okay, wir gucken uns mal die Kleinteiltüte an. Den Beutel hier. Da gibt es eine Beschreibung, wie man es macht. Das sind viele kleine Scheibchen. Oh Mann, bitte nichts verlieren da. Und sogar eine Zange wird mitgeliefert hier. Werkzeug ist auch dabei, so eine ganz einfache Sprengringzange. Assembling Instruction. Jetzt schauen wir uns die Beschreibung an und sehen Nummer 3, was haben wir mit dieser Zange? Spreizen. Nehmen Mikrometerscheiben. Gucken wir erstmal, was wir hier haben. Das Ding ist klar, das Ding ist klar, das Ding hier. Das Ding hier. Das Ding hier und gucken wir mal. Kugellager. Wir nehmen mal den Wonder King nach außen. Hier diese wunderschöne, dieser wunderschöne Werbeaufdruck. Dann würde ich mal sagen, einmal die, einmal diese Scheibe, die glatte, dann diese gewellte, dann alles hier rein, dann gewellt, und glatt. Rein vom Logischen her. Ne? Und dann der Ring. Der Verschlussring. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Hi! Ja, ja, ja. Ah, Mensch, Goldstaub. Ah, okay. Goldstaub aus China.
Niemals vertraut chinesischen Zangen. Niemals. 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 Diese Zange funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Das will ich euch sagen. Weil die konisch zuläuft, diese Zange nach außen. Das darf sie natürlich nicht. Wenn sie konisch zuläuft und ihr den Druck erhöht, dann rutscht natürlich der Ring hier runter. Bupp, und das war's. Deswegen muss ich jetzt die Enden dieser Zange erstmal, wie sagt man, optimieren. Das mache ich jetzt, weil einfach, ich habe ja so eine Zange auch da. Ich habe eine richtige Zange da, da sind die Enden nicht konisch, also sie sind gebogen und dann sind die gerade. Ja, damit eben sowas genau nicht passiert. Aber wir arbeiten jetzt mit dem Werkzeug, was wir hier zugeschickt bekommen, weil damit müsstet ihr zu Hause ja auch arbeiten. Der Kunde zu Hause muss mit den Sachen arbeiten. Und wir gucken mal, ob wir das hier hinkriegen. Ich will ja nur zeigen, das könnte man dann damit machen, damit es dann dennoch funktioniert. Und zwar feile ich jetzt hier eine kleine Kerbe ein. Das ist ganz simpel. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass es so leicht geht, hätte ich nicht vermutet. Ich habe gedacht, die haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber schaut mal, könnt ihr den sehen? Das ist ja ganz weiches Material. Da will ich sogar noch mal ein bisschen nach. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Meine Fresse. Entschuldigung. Meine Güte. Bisschen so, dass es nicht mehr abrutschen kann. Wir hoffen, es funktioniert. Schauen wir mal. Was mache ich hier im Licht? Dann könnt ihr noch mehr sehen. Scotty will mir nicht alles sagen. Dann geht es nicht. Hier muss auch nicht. So, ich hoffe, ich habe keine Schutzbrille auf. Soll ich davon zwei aufmachen? Hallo? Wer ist denn da? Scotty? Das kann ich gar nicht glauben. Scotty, du kommst hier runter? Willst du mir Tag sagen? Etwa? Ja. Tag. Wunderbar. Aufgabe erfüllt. Ja, und da hoffe ich doch mal tatsächlich, dass das hier so gemeint ist. Weil es geht nämlich nicht aus der Beschreibung einwandfrei hervor, so oder wie oder was oder wer. Aber ich denke mal schon, da wird es hier noch eingeklippt. Mit diesen Pins, da schaue ich auch mal, wie das funktioniert. Aber dass man sich das Werkzeug selber feilen muss, ist ja schon witzig. Gut, oh, jetzt ist es kühl geworden, weil es regnet die ganze Zeit. So, Laufrad haben wir jetzt fertig und jetzt stecke ich jetzt hier rein. Ist ja alles nur so Plastik-Gleitbuchsen und so. Dann drücke ich den Knopf hier und Achtung. Und lass den Knopf wieder los und dann kann man das Laufrad nicht mehr entnehmen. Ja, das ist es. Das ist es. Ja. Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Wander King nach außen. Scheibe. Mit der Zange jetzt das Ding hier rauf. Haben wir. Haben wir. Jetzt rauf mit. Jetzt nehmen wir diese Schutzkappen hier ab. Einmal, zweimal,
Das ist nur so ein Rammschutz für die Räder. Macht ja alles noch schwerer. Jetzt noch die Regenkalorien drauf. Moin! So. Hast du noch so ein Fahrradangebot bestimmt? 50, 60, 70 Euro, was steht draußen so ein Schild dran? Ja, das was draußen steht. Ach so, ah. Diese hier, ne? Genau, die erste Reihe hier. Ich fange lieber die unten drin. Wenn man nur von außen guckt. Na, das tut's ja jetzt noch. Ja. Wie lange gibt's den Laden schon? 10 Jahre. 10 Jahre? Also im 11. Jahr. Oh, okay. Ich dachte, es war schon länger, habe ich gedacht, aber... Ja, ich finde es schon lang genug. Ja. Der sieht auf alle Fälle aus, als wäre er schon lange. Gut, der Draht ist fertig. Next. Feierabend. Auf alle Fälle Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Es ist jetzt schon 23 Uhr. Ich habe noch so lange mit Hans gequatscht. Hans ist angekommen. Und dann haben wir uns ein bisschen verquatscht. Also wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Ich muss den Vlog jetzt noch schneiden. Also bis dann. Ciao.